Na gut, die eine kennen wir ja. Oder andersrum, völlig egal. Nein, jetzt mal im Ernst. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon, Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ah, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Ich schneide dir die Ohren, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, du Tut mir leid, Schwein. Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Die verdammte Klappe. Wenn du schon ein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Wie du? Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe. Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten. Gentlemen, richtige Gentlemen. Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Rein mit euch. Ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gewechselt. Gut, jetzt kommt ihr nicht rein. Los. Das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Geht's dann los? Tja, Überraschung, er hat sich volllaufen lassen und ich nehme an, wir müssen jetzt seinen Job erledigen. Super. Na, wie hat dir der Laden gefallen, Vito? Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Was stinkt denn hier so? Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze doch nicht in mein eigenes Auto. Was zum Teufel stinkt hier so? Ja, es riecht auch. Das muss Frankie Potts sein. Ah. Was? Der Arsch hat dir den Wagen gekotzt? Nein, er liegt hinten drin. Nein, er liegt im Kofferraum. Natürlich. Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich habe noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? So, wo sollen wir denn hinbringen? Entspann dich, Vito, okay? Hey, er ist besser. Wir lassen uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Das hat er also vorhin mit Astronomie gehabt. Hast du eine Schaufel? Klar, im Kofferraum. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen ihn nur reinschmeißen und zuschaufeln. Okay, wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt, da gibt es einen Waldweg zu einer kleinen Lichtung. Da ist das Loch. Linken Zahn zu, ja? Warte, ich brauche frische Luft. Der verdammte Gestank hier hinten bringt mich noch um. Ja, scheiß auf die Karre, ist nicht meine. Irgendwie fahren wir in die falsche Richtung. Warum schickt mich das Ding hier lang? Warte mal, jetzt muss ich mal auf dem Radar gucken. Aha, deshalb, okay. Weil wir nicht direkt fahren können. Okay. Gleich sind wir auf dem Waldweg, da können wir auch ein bisschen mehr Gas geben. Jetzt muss ich ja immer noch mal mit ein bisschen schauen hier an den Kreuzungen. Und auch so, dass eben kein Bulle kommt, so wie hier. Schnell! Nein! Ich muss kotzen! Ist mir egal. Na komm, scheiß drauf. Steigt er aus? Tatsächlich. Erinnert mich irgendwie an GTA San Andreas. Scheiße. So. Wo kommt denn der ganze Mist her? Oh, Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass ich Kalamaren gegessen habe. Du trinkst keinen Schnaps, was? Und das ist der Grund, warum ich keinen Alkohol trinke. Okay, dann hat er sich auch mal entleert, wie schön. War ja jetzt sehr überraschend, dass es dann auch mal wieder raus muss, der Scheiß. In Ordnung, wir brausen den Waldweg hoch. Und die Stelle kommt mir bekannt vor, hier ist doch El Greco ganz in der Nähe mit seinem Mäuschen. Nicht wahr?
Na gut, schaffen wir noch die Leiche um die Ecke. Mensch, ich wollte vor einer Ewigkeit schon Schluss machen. Aber irgendwie habe ich auch keinen Speicherpunkt gesehen, so richtig, muss ich sagen. Na gut, schauen wir mal. Letztendlich war das ja dann doch eine Mischung aus Puff und Stripschuppen, wo wir drin gelandet sind. Wahrscheinlich waren die Grenzen da damals dafür noch nicht so scharf gesetzt. Ich weiß es nicht. Da war wahrscheinlich alles noch eins, war ja schließlich alles irgendwie lüstern und verboten und unsittlich. Naja, was soll's. Jedenfalls haben wir mal die eine Tussi wieder gesehen. Irgendwie hat sich keiner hier alterstechnisch verändert, habe ich das Gefühl, in den letzten 6,5 Jahren. Sehen alle noch genauso aus wie vorher. Ich meine, wenn man mit 20 in den Knast kommt und dann mit 27 wieder rauskommt, sieht man vom Gesicht her schon ein kleines bisschen anders aus, muss man mal sagen. Man sieht nicht mehr genauso aus wie vorher. Die Gesichtszüge definieren sich schon ein bisschen um. Aber gut, wenn sie meinen, war wahrscheinlich zu anstrengend, den Charakter so entsprechend umzumodeln. Ich weiß es nicht. Gut, ich glaube, wir sind bald da. Das sieht mir schon stark nach Waldweg aus. Müssen wir durchbrechen? Ja, wir müssen durchbrechen. Und dann hoffe ich doch, dass wir nicht den Weg noch zurückfahren müssen, sondern dass es sich damit dann erledigt hat, ja? Gut, da wären wir. Lecker. Peter, mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, ganz toll. Ich wusste, dass es mir nicht gefallen würde. Oh, Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei. Oh, Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, erst ein paar Tage. Na toll. Hol ihn allein raus, Vito. Ah, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse Begrüßungsparty ist das. So ein Scheiß. Hey Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Mit dir. Alles klar. Kannst du haben. Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Hey Jungs, wie wär's mit ein bisschen Musik, ha? Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hätten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens in einer frischen Luft. Ja? Meinst du, es gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Was für ein großartiger erster Abend. Steig in Eddies Auto. Ich glaube, mit denen wirst du nichts zu tun haben. Halte dich lieber an Leo und geh weg von der Falcone Family. Familie. Vito, schalt jetzt bloß nicht um. Sing mit, Eddie. Das ist Dino. Wollt ihr mich verarschen? Das ist mein absolutes Lieblingslied. Oh Gott. Oh mein Gott. Armer Dino. Warum? Warum quält ihr mich so? Habe ich das verdient. So, immerhin, so muss ich nicht befürchten, dass YouTube irgendwie eingreift. Das abartige Gesinge, das kann eh keiner zensieren wollen. Ich kenne das Lied gar nicht. Ich weiß auch nicht, wer Dino ist, muss ich sagen. Muss schon ausgestorben sein. Aha, aha, aha. Oh Gott, war der flach. So, wohin fahren wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Na gut, oh Bulle. Ich glaube, wir sollten mit den zwei Typen unten drin nicht so durch die Gegend heizen, wie die bescheuert. Boah, wie lange muss ich das noch ertragen? Oh Gott. Sophia war eine ganz süße. Ist wunderbar.
die Typen sind so fertig, ey. Nein! Los, Jungs, jetzt alle! Nein! Was für eine Scheiße! Oh, oh. Das ist einer reingerastet. Ich kassiere ihn. Das war wohl der Falsche, den ich berührt habe. Ausgerechnet die berühre ich, ne? Das ist unglaublich. So richtig schön zielsicher. In den Bullen fahre ich rein. So, ich fahr's mal ein Stück geradeaus, damit wir den Bullen erstmal loswerden. Ist klar. So. Und da sind die beiden auch eingeschlafen. Wie die Babys. Ich hoffe, der Bulle kommt hier nicht den Weg weiter lang, den wir gefahren sind. Okay, es scheint dich nicht zu interessieren. Grandios, die beiden sind eingeschlafen. Endlich ist wieder Ruhe. Das ist ja auch ganz wichtig. Und wir können die beiden jetzt nach Hause fahren. Ja, genau deswegen trinke ich nichts mehr, weil ich in meiner Teenie-Zeit auch solche Eskapaden hatte. Und ganz ehrlich, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin und die lustig werden beim Trinken, dann habe ich auch meinen Spaß dran, auch ohne selbst was zu trinken. Und ich kann es mir sparen, mich dann zu blamieren, weil ich dann die Kontrolle über mich verliere. Ist das so viel schöner. So, und damit sind wir schon da. Tut mir leid, Vito. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddies Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Leck mich, du Schlampe! Na los! Du hast genug. Ab ins Bett mit dir. Komm jetzt. Ich ruf dich morgen an. Gute Nacht. Warum, warum? Mit was für Leuten gibst du dich nur ab, Vito? Kapitel 8. Die jungen Wilden. Uptown, 11. April 1951. Oh, was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herr Gott, Marty, hör auf zu schreien. Mir brummt der Schädel. Oh. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Natürlich, schon steht er wieder vor der Tür. Und erstaunlicherweise ist er fitter als wir, ne? Also, obwohl er gesoffen hat, wie ein Loch und Vito überhaupt nichts getrunken hat. Hey, wir haben sogar einen Fernseher, ist ja Wahnsinn. Und an dieser Stelle möchte ich diese Aufnahmesession erst einmal beenden. Habe ich gerade das Fenster aufgemacht? Oh, interessant. An dieser Stelle möchte ich diese Aufnahmesession erstmal beenden. Das war die erste Aufnahmesession, wir sind schon in Kapitel 8. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel hat. Genau, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haben wir auch Kaffee? Wir haben keinen Kaffee, schade. Na gut, essen ein Sandwich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt auch was essen. Und damit bis zur nächsten Folge. Adiosso!